Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Simon vom YouTube-Kanal The Bad Beard und heute bekommt ihr mein Review zu PSVR von Sony. Mit knapp 400 Euro ist das PSVR-Headset das günstigste auf dem Markt erhältliche VR-Headset. Allerdings ist nicht alles im Preis mit inbegriffen, was ihr für PSVR tatsächlich benötigt. Dazu kommt noch eine 60 Euro teure PS4-Kamera, da ist es egal, ob ihr die alte oder neue Version nehmt, die sind quasi baugleich, haben nur ein anderes Case. Außerdem für die volle VR-Erfahrung braucht ihr auch noch zwei Move-Controller, die kosten euch nochmal ungefähr 80 Euro. Hier handelt es sich um dieselben Move-Controller, die auch schon zu PS3-Zeiten verfügbar waren, das heißt, die kann man tatsächlich auch gebraucht, möglicherweise günstiger bekommen. Dazu braucht ihr natürlich noch eine PS4, aber selbst alles zusammengenommen sind die knapp 900 Euro für das komplette Setup immer noch günstiger als die nächstteure VR-Lösung auf dem Markt. Dennoch ist das natürlich vom Preis ein bisschen happig und für viele sicherlich eine Menge Geld. Daher versuche ich heute in diesem Video, um euch bei der Kaufentscheidung zu helfen, das Headset und die allgemeine VR-Erfahrung sowie die zum Launch verfügbaren Spiele kurz zu beschreiben und für euch zusammenzufassen. Zu den einzelnen PSVR-Launch-Titeln wird es auch nochmal separate Reviews auf meinem YouTube-Kanal youtube.com/thebadbeard geben. Also schaut da mal vorbei, wenn ihr an mehr PSVR-Content interessiert seid. Zunächst einmal zum Headset selber. Das hat einen sehr hohen Tragekomfort und fühlt sich sehr leicht auf dem Kopf an, ähnlich wie eine Kappe oder ein Hut, auf jeden Fall nicht auffällig oder störend bei längeren Spielsitzungen. Außerdem ist das Headset durch sein Design sehr gut geeignet für Brillenträger. Sony hat ein paar sehr clevere Ideen gehabt, wie sie dieses Headset aufbauen und das merkt man auf jeden Fall sehr deutlich. Um das Headset aufzuziehen, hat man so eine Art Gummiband, das man mit einem Knopfdruck nach hinten ziehen kann und dann, wenn man das Headset aufzieht, was mit einem gepolsterten Plastikschild auf eurer Stirn aufliegt, passt sich das Headset quasi automatisch eurer Kopfform an. Dann könnt ihr das noch mit einem Rad festdrehen und so sitzt es quasi immer sehr fest und gut auf dem Kopf. Den Visor-Part vom Headset kann man tatsächlich mit einem weiteren Knopfdruck vor und zurück bewegen, so dass man eben auch für eine Brille Platz machen kann, wie zuvor schon erwähnt. Das ist eben auch wichtig, um das Ding richtig zu justieren, aber man kann eben auch mal kurz das Headset nach vorne ziehen, ohne es komplett abzuziehen, um kurz einen Blick aufs Handy zu werfen oder sowas. Das fand ich auch sehr praktisch. Am Headset-Kabel befestigt ist eine Art Fernbedienung, wo ihr den Ton lauter, leiser machen könnt. Mikrofon an, aus und da ist eben auch eine normale Klinkebuchse drin, wo ihr Stereo-Kopfhörer reinsteckt. Durch die Berechnung eurer Position im Raum wird allerdings aus dem Stereo-Sound 3D-Sound und das fand ich, war ein ganz essentieller Part davon, den Spieler voll in die Spielwelt zu transportieren. Mit dem Headset kommen eine ganze Menge Kabel und eine Breakout-Box, die installiert werden müssen, also ihr müsst noch etwas mehr Platz neben eurer PlayStation beim Fernseher haben. Diese Breakout-Box hilft der PS4 tatsächlich dabei, einen sogenannten Social Screen zu rendern, der noch zusätzlich zu dem, was ihr in der VR-Brille seht, noch Zuschauern euer Blickfeld zeigt auf dem Fernseher. Einige Spiele nutzen aber auch diesen zweiten Screen für asynchronen Multiplayer, was ich sehr spannend fand. Da sieht der Spieler im Headset ein komplett anderes Bild als die Spieler auf dem Fernseher. Das wird zum Beispiel vom Bombenentschärfungsgame Keep Talking and Nobody Explodes genutzt, sodass der eine Spieler nur die Bombe sieht und die anderen Spieler die Anleitung, die Bombe zu entschärfen. Außerdem ist ein kostenloses Spiel für alle PSVR-Spieler von Sony downloadbar, Playroom VR, wo einige Spiele auch dieses Feature nutzen. Kommen wir zum Display des Geräts. PSVR hat ein 1080p OLED-Display mit tatsächlich RGB-Pixeln, das heißt 3 Subpixel pro Pixel. Von den Hardware-Spezifikationen haben sowohl Oculus als auch die Vive höher auflösende Displays, aber durch die größere Anzahl an Subpixeln in Sonys Headset wird einiges von diesem Defizit wieder gut gemacht. Beim ersten Aufziehen ist es mir auf jeden Fall aufgefallen, man kann die Pixel schon sehen, vor allem im Cinema-Mode, das ist quasi das PlayStation-Menü, was dann vor euch schwebt in einer Distanz wie in einem Kino quasi. Da könnt ihr übrigens auch Filme schauen oder nicht VR-kompatible Spiele spielen und im Store browsen und so weiter. Dieser Eindruck hat sich aber komplett geändert, als ich das erste VR-Game gestartet habe und dann wirklich komplett um euch rum die Spielwelt gerendert ist. Nach einer Weile hat man das tatsächlich vergessen, dass man auf ein Display schaut und ist voll drin in der Erfahrung, so ging es mir zumindest. Ich habe auch bestimmt das ein oder andere Mal laut Wow gerufen. Alles in allem bin ich mit dem Display für die erste Generation dieser Hardware durchaus zufrieden gewesen. Auch von der Power her war mein Eindruck in den Spielen tatsächlich sehr positiv. Hier wird VR ja nicht mit einem High-End-PC, sondern nur mit einer PS4 betrieben. Aber Spiele wie zum Beispiel Batman Arkham VR sind grafisch immer noch beeindruckend, vor allem wenn man wirklich das Gefühl vermittelt bekommt, mitten in der Spielwelt drin zu sein. Das Sichtfeld der PSVR-Brille ist tatsächlich auch ein kleines bisschen kleiner als das von Oculus oder Vive. Stellt es euch ungefähr so vor, als ob ihr eine Brille mit relativ dickem Rahmen tragen würdet. Allerdings stört das auch nach einer Weile nicht mehr, auch wenn man eine Brille drunter trägt, was ich tatsächlich machen musste. Hier nochmal als Hinweis für euch, wenn ihr kurzsichtig seid und ihr denkt, ihr habt jetzt direkt ein Display
Display vor den Augen, das ist ja dann kein Problem, ist tatsächlich nicht so. Selbst als Kurzsichtiger habe ich einen großen Unterschied gesehen, wenn ich die Brille trage oder nicht trage. Das Bild wird ein bisschen verschwommen, denn die Brille veräppelt sozusagen euren Kopf und ihr versucht mit euren Augen tatsächlich in die Ferne zu fokussieren, wo man eben als Kurzsichtiger nicht mehr so gut sieht. Kommen wir jetzt zum Tracking des Headsets. Das funktioniert bei mir unter optimierten Bedingungen wirklich gut und ohne irgendwelche merklichen Probleme. Wichtig ist auf jeden Fall, dass die Lichtverhältnisse stimmen, dass das alles richtig eingestellt ist und dass die Kamera richtig platziert ist. Denn ich habe gemerkt, wenn das nicht stimmt, dann kann es tatsächlich zu Problemen führen. Das PSVR-Headset basiert eben auf etwas älterer Technologie. Es trackt eben die Lichter an eurem Headset mit der PlayStation-Kamera. Daher funktioniert es auf jeden Fall besser, wenn es etwas dunkler ist. Es sollte auch kein Licht irgendwie direkt auf die Kamera strahlen oder sowas. Am besten hat es bei mir funktioniert, wenn die Kamera auf dem Fernseher drauf sitzt. Da müsst ihr auf jeden Fall dann auch beachten, dass ihr ungefähr so einen halben Meter Grauzone habt, wo das Headset nichts erfassen kann. Ab diesem halben Meter habt ihr dann ungefähr 2 Meter Platz, wo euer Spielareal sozusagen ist. Wenn die Bedingungen nicht so optimal sind, kann es tatsächlich dazu führen, dass das Bild ein bisschen stottert. Das heißt, es bewegt sich, ohne dass ihr etwas macht. Aber das Problem konnte ich tatsächlich lösen, indem ich die verschiedenen Sony-Tools, die auf der PS4 verfügbar sind, benutzt habe. Am auffälligsten war das tatsächlich bei Spielen, bei denen man steht, zum Beispiel Batman Arkham VR oder Job Simulator. Hierfür habe ich die Kamera tatsächlich vom Fernseher weggenommen und auf ein etwas erhöhtes Stativ gestellt, sodass die Kamera ungefähr auf Augenhöhe mit mir war. Und dann hat es bei mir auch wunderbar funktioniert. Augenhöhe ist auch ein guter Richtwert für die Spiele, die ihr im Sitzen spielt. Also wenn ihr es auf den Fernseher stellt oder unter den Fernseher, versucht zumindest, dass die Kamera so geneigt ist vom Winkel her, dass sie euch ungefähr in die Augen guckt. In den Einstellungen des PS4-Menüs gibt es Geräteeinstellungen für PSVR. Hier könnt ihr tatsächlich die einzelnen Lichter für die aktuellen Lichtbedingungen kalibrieren für den Controller und für das Headset. Außerdem könnt ihr hier überprüfen, ob ihr zu sehr beleuchtet seid. Man kann sich einfach ein Negativbild anzeigen lassen, wo man dann einfach sehen kann, dass die Lichter gut erkennbar sind für die Kamera. Man kann hier auch mit der PlayStation-Kamera Bilder von seinem Gesicht machen und den Abstand der Augen messen. Der ist ja bei jedem Menschen unterschiedlich und das hat bei mir auch einen sehr großen Unterschied gemacht, was die Schärfe des Bildes angeht. Allgemein merkt ihr schon, da gehört ein bisschen Setup mit dazu, aber nachdem ich das alles eingestellt habe und die Lichtbedingungen und so weiter beachtet habe, konnte ich auch PlayStation VR für 2 Stunden oder so am Stück spielen, ohne dass irgendwelche Probleme mit dem Tracking aufgetreten sind. Virtual Reality kann bei einigen Spielern tatsächlich zu Übelkeit führen. Das ist dann ähnlich wie wenn ihr aus einem Autofenster schaut. Das heißt, euer Körper sieht, ihr bewegt euch, aber ihr bewegt euch tatsächlich nicht und so weiter. Also die Technik veräppelt euch tatsächlich sehr gut, so dass es eben zu Übelkeit führen kann. Ich persönlich hatte damit sehr selten Probleme nur bei Spielen, die wirklich schnell sind, aber das ist tatsächlich von Person zu Person unterschiedlich. Wenn mir bei einem schnellen Spiel ein bisschen schwindelig geworden ist, habe ich tatsächlich sofort aufgehört und beim nächsten Versuch habe ich immer das Gefühl gehabt, dass es schon ein bisschen besser war. Also zumindest ich hatte das Gefühl, man gewöhnt sich mit der Zeit tatsächlich daran. Apropos Spiele, die PSVR verfügt über ein solides Launch-Line-Up. Vor allem sind hier VR-Experiences in Anführungszeichen vertreten, die aber auch Sinn machen. Viele dieser Sachen haben mich wirklich sehr beeindruckt, was eben dieses Gefühl der Präsenz in der Spielwelt angeht. Batman Arkham VR ist zwar relativ kurz, aber extrem großartig, vor allem als Batman-Fan. Until Dawn, Rush of Blood hat eine extrem gute Atmosphäre und hat mir auf jeden Fall den einen oder anderen Schreck eingejagt, so wie das bisher Horrorspiele bei mir nie geschafft haben. Aber das Launch-Lineup hat auch ein paar vollwertigere Spiele im Angebot, zum Beispiel Eve Valkyrie, ein Multiplayer-Dogfighting-Game mit einem recht kurzen Singleplayer, aber einem ausgebauten Multiplayer-Modus. Vor allem das Gefühl, einfach in einem Raumschiff zu sitzen, habe ich mir schon ewig gewünscht und ja, das hatte ich jetzt mehr oder weniger in Virtual Reality. Das fand ich auf jeden Fall sehr beeindruckend. Außerdem gibt es noch Battlezone, das ist ein etwas nach Tron aussehender Panzershooter mit Roguelike-Elementen einer zufallsgenerierten Kampagne, die man auch im Multiplayer-Koop spielen kann. Das sieht auch aus, als ob es eine Menge Wiederspielwert hat. Und Rix von Sony selber, das ist ein kompetitives Multiplayer-Game, in dem man sich mit riesigen Mechs im First-Person-Shooter-Style abknallt. Sony verspricht, ca. 100 Spiele in der Pipeline zu haben, auch von externen Entwicklern. Meine persönliche Meinung ist, dass PSVR auch wegen dem Preis die wohl massentauglichste VR-Lösung ist und deswegen höchstwahrscheinlich viele Entwickler darauf aufspringen werden, wenn die Zahlen an verkauften Headsets stimmen. Daher denke ich, dass man für die Plattform tatsächlich in Zukunft eine Menge VR-Games erwarten kann. Persönlich fand ich am beeindruckendsten die Spiele, die tatsächlich die Move-Controller benutzen, wo man noch seine Hände oder andere Sachen eben in der virtuellen Welt hat. Zum Beispiel Batman Arkham VR oder Job Simulator. Also das Gefühl, tatsächlich da noch mit der Welt zu interagieren, was greifen zu können und so weiter, das war auf jeden Fall für mich das beeindruckendste. Viele dieser Spiele kann man tatsächlich antesten. Der PS4
PSVR liegt eine Demo-Disc bei. Im europäischen Raum ist die allerdings sehr beschränkt. Allerdings könnt ihr die US-Version dieser Demo-Disc auch jetzt im europäischen Store runterladen. Die hat nochmal eine Menge mehr Demos, sodass ihr euer Headset am Anfang auch ordentlich ausprobieren könnt. Als anderes kostenloses Spiel könnt ihr noch Playroom VR runterladen, wie ich das vorhin schon erwähnt habe. Das Spiel hat tatsächlich auch viele Multiplayer-Aspekte, wo man eben asynchronen Multiplayer mit anderen Spielern hat, wo die Spieler auf dem Fernseher was anderes sehen als der Spieler im Headset. Das ist auf jeden Fall auch ein gutes Ding, um das Headset anderen zu zeigen. Euch sollte aber bewusst sein, dass zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht allzu viele Spiele für PSVR verfügbar sind. Ich fand das, was da ist, auf jeden Fall gut, aber ihr müsst auch wissen, dass das Kontingent eben beschränkt ist, zumindest für den Moment. Kommen wir zu meinem Fazit. Ich finde auf jeden Fall, PSVR ist ein gutes Produkt und hat mich nicht enttäuscht. Ich bereue es auch nicht, das Geld investiert zu haben. VR ist aber immer noch ein Nischenprodukt. PSVR ist aber, was das angeht, am erschwinglichsten und am massentauglichsten meiner Meinung nach. Es wird sicherlich maßgeblich zur Zukunft von VR beitragen, eben gerade weil ich glaube, dass es das Headset sein wird, was sich am besten verkauft. Die aktuellen Zahlen sprechen auf jeden Fall dafür. Direkt im Spiel drin zu sein und zu vergessen, zumindest ein bisschen, wo man eigentlich ist, ist auf jeden Fall ein echt unbeschreibliches Gefühl. Das ist mir tatsächlich öfter passiert, dass ich mich einfach voll in den Spielwelten verloren habe. Gerade Horror-Games profitieren echt sehr davon. Wenn man dann das Headset abnimmt, ist man auf jeden Fall so ein bisschen verwirrt erstmal, zumindest am Anfang. Und es ist echt seltsam dann, wenn es draußen plötzlich dunkel geworden ist oder so. Also das ist auf jeden Fall eine einzigartige Erfahrung, finde ich. Meiner Freundin ist auch schon so gegangen. Sie hat das Ding aufgezogen, hat den Ozean begutachtet in einem von den Sony-Demospielen und hat vergessen, dass eine Wand hinter ihr ist. Tja, ihr wisst ja, was dann passiert ist. Keine Angst, sie hat sich nicht verletzt. Es ist tatsächlich wirklich sehr schwer zu beschreiben. Man redet dann immer davon, wie es sich anfühlt, in dieser Spielwelt drin zu sein. Daher empfehle ich euch auf jeden Fall, das mal auszuprobieren. Denn egal, was ich jetzt hier umschreibe, es wird dem wirklich nicht gerecht. Also ihr solltet auf jeden Fall mal versuchen, so ein Headset in die Hand zu bekommen. Vielleicht bei einem Kollege oder auf irgendeiner Messe oder in irgendeinem Store und das mal ausprobieren. Die leichten Tracking-Probleme, die PSVR unter suboptimalen Bedingungen zu haben scheint, kann man tatsächlich mit diesen Sony-Tools gut in den Griff bekommen. Ich habe das zumindest hinbekommen und wenn es gut läuft, dann läuft es problemfrei auch für längere Virtual-Reality-Sitzungen. Da es wie gesagt meistens funktioniert, scheint es sich da auch um ein Software-Problem zu handeln, was man sicherlich mit einem zukünftigen Firmware-Update beheben kann. Ich persönlich muss sagen, dass ich von VR auf jeden Fall überzeugt bin. Es wird sicherlich nicht das konventionelle Gaming ablösen, aber es ist auf jeden Fall eine extrem interessante neue Sache und ich habe seit dem Sprung von 2D zu 3D keinen so großen Wow-Moment mehr gehabt. Ich finde auch die letzten paar Konsolen haben sich nicht mehr so neu oder frisch angefühlt, wie es damals eben war, als da halt echt viele Innovationen kamen. Daher ist es für mich auf jeden Fall sehr, sehr cool gewesen. Das war mein Test zum PSVR-Headset. Ich hoffe, ich konnte damit ein bisschen Klarheit für euch schaffen und euch möglicherweise bei eurer Kaufentscheidung helfen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst, wie immer. Das hilft dabei, dass meine Videos von mehr Leuten gesehen werden. Das wüsste ich auf jeden Fall sehr zu schätzen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über eure Kommentare, wenn ihr selber das Headset habt, was so euer persönlicher Eindruck ist. Und wie schon zu Anfang erwähnt, gibt es jetzt demnächst auch Reviews zu den diversen PSVR-Launch-Titeln auf meinem Kanal youtube.com/thebadbeard. Also schaut da gerne mal vorbei. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut!